Er kommt nach Schalke und macht ein Jahr, voriges Jahr noch mit Glück, wie auch immer, und wie gesagt, und schafft es auch in Schalke nicht. Das ist der Vergleich mit den Spielern. Es stellt sich die Frage der Nachfolger natürlich. Ob man jetzt den Kollegen aus Leverkusen holt, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch zu jung, zu wenig Erfahrung. Holt man den Alofs, ist 62, eigentlich auch kein echter Neuanfang, meiner Meinung nach. Aber wahrscheinlich der erfahrenste, den man jetzt holen könnte. Und wahrscheinlich wird man ihn holen. Harit oder Bentaleb oder Rude oder Uth. Das sind Einkäufe, welche, also Schalke, weiß ich nicht, ob der Heidel hatte richtige Brille gehabt oder nicht. Aber richtig, das sind riesen Fehleinkäufe und ja, ist im Moment nichts los. Die Spieler müssen sich eigentlich den Arsch aufreißen. Die Fans machen wirklich alles jetzt für den Verein. Die reisen hinterher, die machen Choreos und alles und unterstützen die wirklich bei Niederlagen noch. Und eigentlich sind es die Spieler, die sich wirklich da mal hinterfragen sollen, ob sie die Leistung zeigen, die sie wirklich hier für Schalke auch zeigen sollten. So kann man nicht spielen, tut mir leid. Kampf war nicht vorhanden, ist nicht vorhanden. Und Alternative sehe ich im Moment einfach nur darin, dass Huub Stevens seinen Trainingsanzug abholt, sich noch für den Rest der Saison auf die Bank setzt. Eichkorn ist da, also er hat einen erfahrenen Co-Trainer. Sollten die durchziehen und dann in Ruhe einfach einen neuen Trainer suchen. Anders geht's nicht. Im Moment haben wir einfach noch Glück, weil wir noch drei Mannschaften hinter uns haben, die auch noch schlechter sind. Wäre es ein normaler Verlauf, wären wir ganz unten drin. Definitiv würden wir absteigen. So wie wir spielen, würden wir absteigen. Definitiv.